Servus Freunde und herzlich willkommen zurück aus Italien. Eik und ich sind wieder zurück. Wir haben mega Bock hier auf die Trails in Andalo und Molveno. Und ja, wir werden die ganze Woche Produkte testen, Bikes testen, haben mega Bock. Und unsere heutigen Fahrzeuge, Eik stellt seins gleich vor, haben wir Rotwild Bikes am Start. Ich hab so Bock, wirklich. Das Rotwild RE 375. Eins der schönsten E-Bikes, was ich derzeit kenne auf dem Markt. Und ich habe es schon so oft gefilmt, aber ich bin es nie gefahren. Und jetzt ist es endlich soweit. Heute ist es soweit. Ich hoffe, ich komme schnell damit klar. Kann schnell die Bremsen einfahren, schnell das Fahrwerk einfahren und habe ein bisschen Spaß. Ich könnte euch freuen auf ein richtig cooles Video. Und Eike, ich würde mal sagen, du stellst mal dein Rad vor, oder? So, genau. Und ich habe heute eigentlich ein geheimes Bike dabei. So geheim ist es nicht, wir dürfen es nämlich schon zeigen, aber wir haben keine Details darüber. Und zwar, das ist auch ein Bike von Rotwild. Es sieht aus, als hätte es ein bisschen mehr Federweg als Niklas Seins. Sieht schon, mir schon nach 180 mm aus, aber sonst, wir haben noch keine Details darüber. Also First Ride wird spannend. Bremsen müssen auf jeden Fall noch eingebremst werden, aber ich denke, wir werden hier extrem viel Spaß haben. Wir lassen uns einfach mal von den Bikes überraschen und mal schauen, was draus wird. Bis gleich auf den Trails. Freunde, ich bin echt K.O., aber wie versprochen, hier mein kurzes Fazit zum Rotwild RE 375. War wie gesagt heute mein erster Testtag, mein erster Riding-Tag mit dem Bike. Und ich muss wirklich sagen, geile Rakete, sowohl bergauf als bergab. Mein positiver Punkt von dem Bike ist, es fühlt sich eigentlich an wie ein E-Bike. Es fühlt sich an wie ein normales Fahrrad, also wie ein normales Mountainbike. Klar, man merkt das Gewicht vor allem bergab, man muss ein bisschen mehr Einsatz betreiben. Aber wenn man diesen Einsatz wirklich reinsteckt bei der Abfahrt, dann wird man auch wirklich belohnt. Dann fühlt sich das Teil an wie ein normales Fahrrad. Kann ich wirklich garantieren. Bergauf macht tatsächlich so viel Spaß wie noch nie mit dem Ding. Ich kann wirklich nur sagen, top, top agil und ja, mega Bike. So, und ich hatte ja die Chance, das gravity-orientiertere Rotwild zu fahren. Wie gesagt, ich vermute den Federweg immer noch auf 180 mm. Und ich bin nicht mal ansatzweise in den Bereich gekommen. Also ich glaube, ich habe meine Gabels vielleicht 130 mm überhaupt genutzt. Und das, obwohl ich wirklich teilweise harte Landungen hatte. Also das Bike hat wirklich unfassbar viele Reserven. Das hat man wirklich gemerkt. Man musste zwar ein bisschen mehr mit dem Bike arbeiten, weil es halt dadurch, dass es ein E-Bike ist, schwerer ist. Aber wenn man mit dem Bike wirklich arbeitet, dann liegt es wirklich schön satt auf der Strecke. Und da macht es wirklich extrem Bock.
Also ich denke, aus dem Bike kann man wirklich unfassbar viel rausholen. Einzig, was ich gemerkt habe, wenn man langsam fährt, dann ist das hohe Gewicht schon wirklich ein Nachteil. Nichtsdestotrotz, das Bike hat wirklich unfassbar viel Bock gemacht. Am liebsten würde ich das Bike noch 10 Jahre lang testen, bis ich wirklich endlich mal den Federweg durchgeschlagen habe. Aber so viel Zeit haben wir hier leider nicht in Anderlo. Und deswegen, morgen ist für uns auch noch ein Tag und da sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, stay in touch.